Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im 4 gegen 4 Classic Mode. Wir spielen Roboter oder Max, wie auch immer. Welcome to Nova. Die haben mit einer der stärksten Offensiven Pyrrhus, Zeus, Berserker, Millennium, alles dabei. Die haben bloß keine natürliche Verteidigung. Da muss man drauf achten. Ja. Das heißt, viel Stichaufprallschaden wird problematisch. Wir machen einen Pyro-Start. Und muss nur kurz überlegen, wo ich den platziere. Hier. Wir platzieren den da. Wir machen Treiber-Pyro hier und hier. APS hin, dahinter die Berserker. Im besten Fall. Millenniums wären mit APS wahrscheinlich auch nicht schlecht. Und wir haben auf jeden Fall noch Sturmjäger, wo wir die dann alle noch aufstellen können. Da wir keinen Split machen. Sturmjäger wahrscheinlich in die hintere Reihe. Berserker sind auch gute Tanks übrigens. Eine Duo Lane. Interessant. Mal am Start. Grablords, war klar. Aber das dauert hier noch ein bisschen länger. Aber ist gar kein Problem. Warten einfach mal ab. Eiersack. Welle 2. Grawl entfernt dafür den Eiersack hin. Bekannte Strategie. Den wollen die wahrscheinlich zu noch Riesenhydra machen. Kann man machen. Ist nicht verkehrt. Wahrscheinlich die Pyros noch weiter vorstellen müssen. Mehr Sinn gemacht. So, durch das Healing gar kein Problem. Da müssen wir gucken, dass wir unsere Karten gut ausspielen. So, da kommt noch was hin, da kommt noch was hin, da kommt nichts hin. Das heißt, da bauen wir den PV auf. Und der wird uns durch die nächste Welle begleiten. Durch die nächsten beiden. Oder die nächsten drei sozusagen. Ja, die teilen sich so ein bisschen auf. Abgewehrt, fertig. Sechs Worker sind schon mal da, das ist sehr gut. Hier sind nur zwei. Weil die versuchen, ihren Eiersack zu beschützen. Ist auch richtig so, weil da kommt ja die doppelte Welle an. Da muss man schon aufpassen. So, platzieren wir noch einen PB hin. Nächsten zwei Worker rein. Hydra ist schon mal da. 32% natürliche Verteidigung. Mega fett. Die werden die wahrscheinlich noch groß machen mit den Heilern. So, ich schicke auf den mit den Atomen und der Wurzelqualle. Also ist da vollkommen wurscht, welche Welle man schickt. Solange es keine Magic Wave ist,
Im besten Fall etwas, wo weniger Aufprallschaden dabei ist. Also wo die weniger Schaden von Aufprall kriegen. Natürliche Verteidigung hier, die 5 zum Beispiel. Wenn ich eine Echse reinpacke, dann bin ich schon gut bedient. War sogar schon mal am Start. Da kommt noch einer hin. APS und dann, wie gesagt, die Berserker. Die Millennium werde ich wahrscheinlich davor noch platzieren. Da haue eine Schnecke mit rein, weil da ist, wie gesagt, egal, was ich reinschicke. Hauptsache, es macht Schaden. Wurzelqualle weg. Da komme ich durch. Die Atome haben auch ganz gut Leben, muss man schon sagen. Wenn man nur auf die setzt, dann ist man halt jede Welle normal verwundbar. Wie man hier unten sieht mit Universal und Formlos. Man macht allen normalen Schaden und bekommt aber auch von allen normalen Schaden. Deswegen werden wir hier weiter draufhalten. So, wichtig jetzt, dass wir hier, ich glaube, hier ist okay, den Zeus aufbauen. Das ist wichtig. Heldenaura können wir gut gebrauchen für den APS. Das geht gut klar. Yuzora. Das heißt, auf Stichwaves schwach. Das heißt, auf der 9. 9 wäre gut. Oder eben Stich mitschicken. So, haben wir das am Start. Das heißt, wir könnten hier den APS schon mal platzieren. Aber das machen wir nicht. Wir machen das so. Weil wir die Arkane Verteidigung aktuell brauchen. Der Pyro macht nicht genug Schaden, um die alleine wegzumachen. Da müssen wir ein bisschen blocken. Bazooka macht mit und Zeus. Aber da müssen wir ein bisschen aufpassen. Heldenwurzelqualle. Ah, das wird er verteidigen. Ah, da haben sie schwach, da haben sie zu viel gepusht. Die Frau war schon down. Zwei Leute mit Crablords, auch noch die Seeschlange dazu. Machen das so, hier drüben. Der braucht ewig. Okay. Könnten wir schon den ersten Berserker bauen. Macht ja auch Sinn. Deswegen mache ich das. Ich schicke jetzt nichts, weil ich auf den neuen mehr schicken möchte.
Oh, Pyro geht schnell down durch die Fernkämpfer. Ja, zwei Echsen geschickt. Die Wurzelqualle ist stark dabei. Damit sollten wir die aber ein bisschen besser down kriegen. Echsen mit rein, weil er Yuzora noch hat. Hat 4 Universalschaden. Ich werde den hier aufbauen und den Rest in Worker stecken. Ich glaube, da haben wir schon eine ganz gute Strategie auf jeden Fall. Crab Lord. So, fette Wurzelqualle down, kleine down. Aber ist nicht mehr so viel da. Kriege weniger Schaden von den Atomen. Schaffe ich nicht, ey. Wie ein scheiß Krabben. Ist doch nicht normal, die Kacke. Noch ein Berserker. Wir machen den APS hier hin. APS Hero. Oder sind wir gut bedient? Nächsten zwei Wochen rein. Wir warten weiter auf. Es macht gerade nicht so viel Sinn. Okay, ich muss kurz überlegen, ob es Deutsch ist, aber ist es nicht. Manchmal ist es ja so ein Dialekt, ne? Aber ich glaube, Schwedisch oder so. Hört sich manchmal deutsch an. Kleines bisschen zumindest. Ist dann auch noch ein Berserker. Den haben wir weggemacht. Machen Turtles rein. Robust Quad. Double Pyro aufgebaut. Können wir hier entspannt auf jeden Fall noch mehr davon hinbauen, das ist klar. Eine Sonne geht noch. Was haben die ausgewählt? Ja, fand ich alles nicht so geil. Robus und sowas brauchen wir gar nicht schicken. Die werden abgewehrt. Ich würde sagen, habe ich Robo geschickt? Eigentlich nicht, aber das war der Legion Spell. Push Ox. Mehr Eck. Das klingt schon fast ein bisschen deutsch manchmal. So, wir bauen jetzt gar nicht so viel. Wir machen das.
sollte reichen. Also die Mechs sind sehr auf offensiver Pyros. Die machen gut Schaden. Wie gesagt, aber Tanks, außer die Milizen und so, sind nicht so viel da. Wir schicken mal einen Mimik rein. Oh, gut, hat er noch ausgeschickt. Zumindest das, was ich wollte. Wir bauen den dritten hin. Ja, wir werten den einfach mit auf. Das klingt schon sehr gut. Das können wir theoretisch gleich nochmal hier drüben machen. Aber ich glaube, da muss ich den abbauen. So, Stich mit rein. Mir kriegt man hoffentlich ein paar Piepen. Ja, mein Kätzchen. Jawohl, schon zweimal Piepen. Triple Piepen. Vierfach. Oh, tot. Die hält auch so viel aus, die Scheißkrabbe. Ist abnormal. Mega Rocker holen. 11 Stück, ey. Aber das ist notwendig. Das brauchen wir. Sonst kommen wir nicht durch. Durch die Kacke. Los, wir piepen. Jawohl. 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 Ah, es gab noch mal 3. So, jetzt können wir natürlich trotzdem hier noch Pyros bauen, ne? Pyro. Pyro. Zack. Die Pack wieder geholt. Handkämpfer sind alle, Nahkämpfer sind alle tot. Schade. Große Azeria.
Ich hätte gedacht. Dass die eher eine große Hydra machen. So, ein dicken Büro. Das sieht doch gut aus. Vier Mimics reingehauen. Eins, zwei, drei, vier. Pyros hat er sogar noch. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13 Magnete. 13 mal 7 Gold. Sieht doch gut aus. Kann ich mich echt nicht beschweren. Da haben wir einen Ogre mit rein. So machen wir das. Fünfhundert, dieser Drachen. Ora tot. Null Chance. Viele Spawns. So, wir machen jetzt das. Und dann ist Schluss mit Rokon. Schick auf ihn, auf die 1. Nein, baue ich dann noch. Dass auf die 100 komme. Jetzt sollten wir langsam sammeln. Ja, das macht dann wirklich keinen Sinn, wenn die Two-Lane beide reinschickt und ich alleine sammle, dann bringt mir das auch nichts. Leviathan. Millennium zum Weltenzerstörer. Da machen noch welche hin.
Können wir hier noch ein bisschen da aufwerten. So, fertig. Seid ihr dumm? Wirklich doof im Kopf. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Oh, da habe ich noch einen. Dicke Crab Lords. Na, mein Kätzchen. Setz dich schön hin. Vierzehner beleben. Geierschild 1. Ich glaube, das ist ein bisschen verschoben. Fertig. So, wir bauen das noch auf. Ah, zu wenig Piepen. Dann machen wir es so. Dann machen wir das ebenso. Wir könnten jetzt auf 22 schicken, aber die haben nie und nimmer genug gesammelt. Niemals. Die schicken immer noch. Trottel. Aber das Game werden wir nicht gewinnen. Das werden wir nicht gewinnen. Wir könnten vielleicht noch eine Welle abwarten. Die sind auch noch ein bisschen zu stark. Vielleicht warten wir noch einen ab, aber dann könnte es auch schon vorbei sein. Das ist halt das Problem, ne? Das wird nichts. Das sehe ich doch schon. Die machen immer noch Autosend, die haben eine Meise. Kraken rein, Hexen rein. Das muss rein.
Moll und Hör mit ein bisschen rein. Oh, der hat schon verkackt. Nichts geschickt bekommen. Das heißt, der wird jetzt auf jeden Fall wieder verkacken. Weiß nicht, ob ich noch einen Kraken zusammenkriege. Ich glaube, den noch mit auf. Kraken schaffe ich, weiß ich nicht. Kommen wir noch raus? Keine Ahnung. Ganz viele Schamanen. Ja, der Kraken kam raus. Down. Mit 3200. Kepler's Verzögerungsstrategie. Ich komme durch, aber es dauert. Mit Mega-Hexen, die auch übelst wehtun. So, sind alle down. Die halten noch im Moment. Aber es ist gleich vorbei. Aber es könnte reichen. Es könnte reichen. War ganz schön knapp. Victory. Holy shit. Tja. Trotzdem gewonnen. Das war eine weitere Runde von Legion D2. Schaut auch gerne bei den anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.